Willkommen zurück zum Fußballmanager 2017. Ja, ich habe letztens nochmal von FlexGlexGaming gesagt bekommen, dass die schwarzen Balken immer noch da sind, habe mir das auch nochmal angeguckt. Da merkt man, ich gucke mir meine Videos offensichtlich nicht genug selber an. Ja, die sind noch da. Ich habe es dann mal versucht mit einem anderen Aufnahmeding, Ops abgekürzt, keine Ahnung, was das nochmal bedeutete. Aber auch da bekomme ich es jetzt mit diversen Einstellungen irgendwie nicht weg. Hab auch gerade keinen Bock, mich da weiter mit zu beschäftigen fürs Erste. Hab nämlich Bock auf eine Folge. Gestern konnte ich nicht aufnehmen, weil ich Besuch da zu Hause hatte und jetzt geht's los. Und zwar steht nämlich an hier, Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf hat eine ganz schlechte Saison bisher gespielt, aber wir auch. Das heißt, hier spielt ihr Not gegen Elend und wir hoffen, dass wir da die Überhand gewinnen können und behalten können. Ich habe Spielerbilder, zwei, glaube ich, reingebracht neu. Und zwar einmal von Patterson Chato, leider nicht im Wiedenbrücker Trikot. Und einmal von Robin Twirdy. Die beiden habe ich reingebracht. Und dann hat mir noch, dafür vielen Dank, Pressers TV, den einen fehlenden Spieler von Slowenien hier reingebracht. Und zwar Balacic, Gregor Balacic. Guckt ein bisschen deppert, hat irgendwie auch einen roten Punkt auf der Nase. Vielleicht hat er da den Ball mal mit der Nase gebremst, wer weiß. Ja, ansonsten alles wie gehabt. Wir sind bei Wiedenbrück am Start. Saison, so lala. Unser Präsident hat auch schon gesagt, ja, ist nicht so cool, was du da machst. Deshalb müssen wir zusehen, dass wir wieder jetzt hier schnellstens nach oben kommen. Oben links seht ihr, wir sind auf dem 14. Platz und Düsseldorf auf dem 11. Hier muss die erste Elf ran. Ich hatte eigentlich überlegt, nochmal Leute reinzubringen, die mit der Motivation nicht so gut dabei sind. Aber das können wir uns jetzt einfach hier nicht in keinster Form erlauben. Hier holen wir jeden einzelnen Punkt raus. Das heißt, wir bringen auch noch Zech hier rein. Okay. Training wie gehabt. Kondition ist nicht so gut. Habt ihr aber schon eingestellt. Wenn ihr Ideen fürs Blickfeld habt, teilt sie mir mit. Vielen Dank übrigens auch an Totti94, der hat ein Abo dagelassen, da freue ich mich sehr. Bald bin ich schon im überdimensional krassen zweistelligen Bereich, wenn es so weitergeht. Unfassbar. Okay, wir haben morgens früh, Sonntagmorgen. Auf geht's in die Regionalliga West. Mit Fortuna Düsseldorf als Heimteam und Wiedenbrück als Gast. Wir sehen hier nochmal kurz die Punkte. Saison bisher 2 Punkte und wir haben 1 Punkt, also da geht's echt schlechter, geht kaum. Dafür sind wir ein paar Punkte stärker. Hoffen wir, dass es hier nicht darum geht, den Heimbonus mitzunehmen für Düsseldorf. Geht drauf, Jungs, zeigt, was ihr könnt. Fortuna eher defensiv ausgerichtet. Aber die erste Chance kommt von Wiedenbrück, Zech auf Likicic. Der spielt weiter zu Pierre Merkel, der macht das Tor. Aber abseits. Da hatte der Michael Kampmann nichts zu melden, würde ich sagen. Aber gar nichts. Strickmann jetzt. Halb links, Distanzschuss. Aha, schießt da weit vorbei, schießt da weit vorbei. Aber so kann man das Spiel hier angehen. Die ersten 10 Minuten, eine Viertelstunde vorbei. Drei Chancen, beziehungsweise die dritte Chance kommt jetzt. Likicic auf Latkowski, der lässt geschickt durch, irritiert dadurch. Luis Biade, der am Ball vorbeitritt, am weiteren Pfosten, steht hinten Julian Lohse, der muss immer draufschießen. Oh, ist aber zu überrascht, kriegt das Ball nicht mehr unter Kontrolle oder aufs Tor geknallt. Ja, der Flexletz hatte auch angedeutet, dass Latkowski da alleine als RA irgendwie eine unkonventionelle Aufstellung ist, aber scheinbar scheint sie zu fruchten. Hier ist wieder Merkel am Start, der ist auf links durch, lässt Lukuki stehen und rennt auf Kampmann zu, schießt. Kampmann muss sich strecken, kann den Ball gerade noch so zur Ecke lenken. Schade, jetzt muss doch jemand das Tor fallen. Glanzparade von Michael Kampmann. Die Ecke, die wird da jetzt reingebracht und ach so, kriegen keine Ecke angezeigt. Super, dankeschön. Likicic aber wieder mit einer gelungenen Flanke auf Merkel. Der kann die Chance nicht nutzen, aber hier ist Feuer drin. Hier ist Feuer drin. Strickmann mit einer 1 hier. Schaltet und waltet da auf dem offensiven Mittelfeldpart. Legt jetzt auch nochmal auf Juna Lohse zurück.
Und wird dann nicht attackiert. Zack. Strickmann lose. 1:0. Wunderbar. Sehr schön. Da kann man aufbauen. Und Julian Lohse, drittes Tor schon hier am fünften Spieltag und das für ein rechtes Mittelfeld. Da lässt sich drauf aufbauen. Können wir auf jeden Fall hier ihm lobend erwähnen. Chato holt sich hier die gelbe ab, dann kann er in der Pause auch gehen. Keine Lust auf gelb-rot. Daniel Latkowski nochmal, auf Strickmann. Der kann den Ball leider nicht kontrollieren und deshalb hat ein Michael Kampmann. Was sagt es hier in der Tabelle? Wir springen auf jeden Fall. Und zwar von 13 auf 11. Tauschen quasi mit Düsseldorf die Plätze. Aber Spiel ist ja auch erst vorbei, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Rasenschwein, aber man hat es gestern auch wieder gesehen. Gestern hat Hertha BSC 1:1 gegen Bayern gespielt, die in der gefühlt 110. Minute das 1:1 gemacht haben in der Bundesliga. Also deshalb wollen wir hier den Tag nicht vor dem Abend loben und hoffen auf weitere Tore. Die Einstellung stimmt auf jeden Fall jetzt hier in dem heutigen Spiel. Die Mannschaft spielt da ganz souverän bisher. Kaum Chancen oder Möglichkeiten oder irgendwelche Aktionen von Fortuna Düsseldorf. Hier haben wir mal eine und zwar von Rico Weiler, der sich da die gelbe holt. Und ist auch hier schon wieder mit Oliver Zech im Zweikampf. Da muss er bald aufpassen, dass er sich da nicht die gelb-rote gleich hinterher holt. Die haben sich wohl lieb, die beiden. Zech und Weiler. Spiel verflacht jetzt hier aber auch zunehmend vor der Pause. Müssen wir hoffen, dass hier in der zweiten Hälfte wieder was geht, dass wir da Schwung raus mitnehmen können aus der Kabine. Gibt nochmal eine gelbe Karte. Tja. Muss man aber machen, ne? Hier. Angriff unterbinden. Taktisches Foul, wie man so schön sagt. 1:0 zur Halbzeit. Okay, die beiden gelben Karten hätte ich gerne raus. Und ansonsten sieht es doch hier wunderbar aus. Strickmann 1,5, Volkmar 1,0. Da bin ich doch sehr zufrieden. Die können wir auch gleich loben, die zwei hier. Da haben wir sie. Merkel, von dem könnte man mehr kommen. Motivieren wir. Hoffen, dass da jetzt noch was geht. Und auch Hölscher scheint heute nicht der sichere Rückhalt zu sein, den wir sonst immer da von ihm erwartet haben und erwarten können. Deshalb auch eher eine Motivationsspritze in Form eines kleinen Gesprächs. Auf geht's, Leute. Voller Angriff jetzt. Hier aus der Pause müssen wir jetzt mal das 2:0 nachlegen, um mal ein bisschen Sicherheit hier reinkriegen zu können. Dortmund 2 hat derweil die Tabellenspitze übernommen und Wattenscheid ist Zweiter. Jetzt erstmal Düsseldorf. Lohse mit einem, ja, da müssen wir auf jeden Fall konstatieren, dass wir hier noch die einzigen sind, die Torschancen rausspielen. Wir machen das nämlich sogar für den Gegner. Lohse hätte da fast das zweite Tor in diesem Spiel geschossen. Und zwar das 1:1. Aber jetzt Ecke von Latkowski. Die kommt bei Zech an. Der dreht sich und schießt aus Spitzenwinkel nur gegen den Außenpfosten. Schade, schade. Aber genau sowas wollen wir sehen. Genau so weiter jetzt. Gas geben da vorne. Na, richtig aus jeder Lage draufhämmern. Die erste richtige Chance für Fortuna Düsseldorf. Bonga auf Ioana mit einem weiten Ball. Der schüttelt da Tvili ab und verendet flach in die lange Ecke. Ganz starke Aktion von Emanuel Joa. Was ist das für ein Typ? Muss der uns jetzt hier so ärgern? Lassen wir uns ärgern, ist die Frage. Zech direkt wie ein stures Kind mit der Gegenaktion. Schießt aus 25 Metern, aber kein Problem für Kampmann. Ja, das ist bitter jetzt. Das ist bitter. Muss das denn sein? Den Einsatz noch ein bisschen weiter höher. Jetzt holt sich auch Volkmann noch eine gelbe Karte. Drei Stück haben wir jetzt schon hier am Start. Muss das denn sein, Jungs? Latkowski. Könnten wir auch noch als ZM hier reinbringen. Als 57er. Vielleicht mal für den Strickmann, der so langsam auch irgendwie ein bisschen abgebaut hat. Und dafür stellen wir vorne mal einen zweiten Stürmer rein. Tobias Pool darf sich jetzt hier mal wieder beweisen. Und hoffen wir, dass er die Wende bringen kann. Darf da nicht sein. Wir sind jetzt mal hier die stärkere Mannschaft. Da müssen wir da mal Früchte mit nach Hause nehmen und ernten.
auch wenn es auswärts ist. Mann, Mann, Mann. Sebastian Spindrath hier gegen Goralski im Strafraum. Und glücklicherweise wird es nicht gepfiffen. Lekicic jetzt mit einer guten Flanke von der linken Seite. Michael Kampmann kommt aber heraus und faustet den Ball mutig aus der Gefahrenzone. So geht das doch nicht weiter hier. Gibt jetzt mal Gas. Julian Lohse alleine durch, legt das Leder an Leander Goralski vorbei und hebt dann ab. Warum macht er sowas? Wenn er da alleine durch ist, dann muss man doch aufs Tor gehen wollen und nicht irgendwas rausschinden. So ein Unsinn. Aber Julian Lohse lässt sich da nicht beeindrucken. Wieder auf der rechten Seite unterwegs. Flank rein, Tobias mit dem Kopfball einige Meter vorbei, einige Meter. Wiedenbrück weiterhin hier im Angriff. Latkowski auf Merkel. Aber der steht am Abseits. Muss ein bisschen aufpassen. Der gute Merkel ist da erfahren. Düsseldorf wechselt hier in der Weil mal. Und zwar Zündorf kommt gegen Weiler. Ioa schon wieder hier. Auch Bonga, der verzieht aber. Glück für uns. Und was ist los? Macht jetzt hier Düsseldorf mit anderthalb Chancen den einen Punkt klar oder was? Kann doch nicht sein. Alisic kommt rein für Bonga, der hat auch nicht viel gezeigt. Tobias Puhl muss jetzt hier auch noch behandelt werden. Hoffentlich kommt er wieder zurück. Verletzte können wir jetzt auch nicht gebrauchen. Jungs, Jungs, 10 Minuten. Da muss doch jetzt mal hier noch sich aufgebäumt werden. Kann doch nicht sein. Übrigens ist Friedhelm Funkel hier der Trainer. Ich denke mal von Düsseldorf 1, aber er sitzt auch schon mal hier. Wir haben schon wieder Glück. Sebastian Spindrath mit einem plumpen Aktionsmenschen da hinten gegen Emanuel Ioa. Meine Güte, haut er zum zweiten Mal da jemanden um? Das kann doch nicht sein. Was hat der vor da? Hat der etwa gegen uns gewettet und will unbedingt, dass wir verlieren? Egal, Tobias Puhl jetzt hat sich davon gestohlen. Er hält eine schöne Steilvorlage von Lekicic. Am Strafraum spielt der Klepper in den Rücken der Abwehr auf den freistehenden Pierre Merkel. Der will aus 12 Meter trocken ins verlassene Tor einziehen und versteht, das gibt's doch nicht. In der 87. Minute, danke Merkel, für die zwei verlorenen Punkte, würde ich da sagen. Alter. Nochmal hier, 87. Minute, da kommt er hier an und muss da nur noch einschieben und aha. Was willst du da machen mit Trainer, was willst du da machen? Gelbe Karte wegen Meckerns bringt nochmal 75 Euro für die Vereinskasse. Der Einsatz hat hier ja gestimmt eigentlich. Wir haben ganz gute Noten mitgenommen bei manchen. Aber die haben auch doch dann abgebaut hier. 4, 4,5, 4. Die eingewechselten Spieler auch nicht das gebracht, was erhofft war. Aber Tobias Puhl war immerhin noch aktiver als Merkel. Mensch, Mensch, Mensch. Wenn wir hier nicht gewinnen, wo sollen wir denn dann gewinnen? Auswärts. Egal, der Punkt bringt uns ein bisschen weiter nach oben, von 14 auf 12. Hätten wir noch zwei Punkte mehr, sähe es noch besser aus. Wären wir hier schon an Platz 8 wieder dran gewesen. Ah, mei, 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 da muss man doch aus den Torschancen einfach mal ein bisschen mehr machen. Ja, ihr guckt euch das an, die Quote von uns. 0,1%, also nicht 0,1, sondern 10% machen wir da nur rein. Mensch, 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 schlechtester Wert hier. Vielleicht müssen wir da echt unbedingt vorne was ändern. So einen richtigen Knipser da vorne reinbringen. Schade, schade. Chance vertan. Wir gucken, ob wir das beim nächsten Spieltag besser machen können. Zwei Schalke haben wir hier. Oh, hier, Werl, was hat denn Werl gemacht? Apropos, Ergebnisse. Werl, gucken wir uns an. 4:1 gegen Köln, 2 gewonnen. Okay. Schalke gewinnt zu Hause gegen Bonn und Essen schickt Gladbach ohne Punkte nach Hause, 1:0. Aalen 1:1 gegen Köln. Wie sieht es hier mit der Tabelle aus? Okay. Oberhausen 0:0 gegen Rödinghausen. Und Wattenscheid gewinnt 1:0 gegen Aachen. Aachen steht hier echt ganz unten tief drin, ey. Guckt euch das an. 0:1:4 nach 5 Spieltagen. Wer ist denn da Trainer? Der ist da bestimmt nicht mehr lange Trainer. Der Fuad Kilic. Mensch, Mensch, Mensch. Hätten wir nicht gedacht. Gar keinen Fall hier. Dortmund 2, Auswärtssieg. 4:1 gegen Wuppertal. Anderer Auswärtssieg ist Sprockhövel. 2:1 gegen die Sportfreunde aus Siegen. Und ja, wie gesagt, Werl hier 4:1 daheim gegen Köln.
Uiuiui, Aachen, die können sich auf jeden Fall was gefasst machen. Hammadi Al-Gadoui hat schon wieder eine Bude gemacht. Fünfter Spieltag, der hat sieben Dinger gekloppt. Vielleicht sollten wir den mal aufnehmen. Warum kann ich da eigentlich hier nie da draufklicken? Vielleicht sollten wir den uns mal angucken. Sturmtank, Spielertyp. Gucken wir mal rein. Wenn wir denn gleich so weit sein dürfen. Europa League Playoffs brauchen wir jetzt erstmal nicht. Die Tickets habe ich nochmal mit Jojo, dem PG, abgesprochen. Hoffe, er meldet sich. Die sind nämlich immer noch hier weiß auf weiß, obwohl ich da eine Datei installiert habe, die das eigentlich beheben sollte. Jojo schießt hier wiederum die Freiburg ab. Da gucken wir gleich mal rein noch, bevor hier die Folge beendet ist. In die erste Liga auf jeden Fall. Nächster Spieltag, Heimspiel gegen Oberhausen. Da sind wir wieder die schwächere Mannschaft und Oberhausen hat gerade eine gute Form. Das könnte schwer werden. Oh, Derby. Auch wenn es nur die zweiten Mannschaften sind. Dortmund zu Hause gegen Schalke. Das könnte interessant werden. Da wird es doch hoffentlich den ein oder anderen Klopper geben. Was wollte ich gucken? Ach ja, ich wollte jetzt hier bei Borussia Dortmund in der zweiten gucken. Borussia Dortmund. Genau. Guten Tag, hallo. Team, zweite Mannschaft. Den Hammadi Al-Gadoui. Ins Blickfeld bitte. Den werden wir uns mal näher anschauen. Der macht hier echt eine gute Saison bisher. Nach fünf Spieltagen hat er schon mehr Tore geschossen als mein ganzes Team. Ja, lässt sich auf jeden Fall mitarbeiten, falls man ihn denn zum Arbeiten bekommen dürfte. Haben wir hier irgendwas, wo wir den... Nicht, na, körperlich. Manchmal kann man den Co-Trainer oder den Jugendtrainer noch irgendwo hinstellen. Das war auch wieder Quatsch. Hier Bergsteigen, warum? Ich wollte Segeln drücken. Ah. Ist noch früh am Morgen. Nassen Handschuh habe ich noch nicht abgekriegt, bin noch müde. Ja. Datenbank aktualisiert, abgeschlossen. Cartridge wieder fit. Endlich ist er wieder fit. Hoffen wir, dass er sich jetzt auch wieder am Training beteiligen kann gut und wieder in Form kommt. Damit er da eine Alternative in der Mitte darstellt mit seinen 21 Jahren. Wen können wir denn dafür wegschicken? Der Zielko Libuja, bitte. Der kommt auf die Bank. Und Stipe Barilo. Jetzt auch. Er hat aber eine ganz gute Form. Vielleicht bringen wir, gucken wir hier den Next eher mal auf die Form als auf die Stärke. Gucken wir mal uns an, wie er sich im nächsten Spiel schlägt. Was wir uns noch angucken wollten, war unbedingt die Bundesliga. Bundesliga haben wir hier. Da haben wir drei Spiele gespielt, Borussia Dortmund. Drei Spiele, drei Siege, unangefochten hier bisher. Bayern wiederum, haben sich nach oben gearbeitet, von 11 auf 6. Das heißt, die hatten vorher gewiss gar keinen Sieg. Ja. Und nach drei Spieltagen noch keine Punkte gesammelt hat leider Freiburg und Darmstadt. Beides Teams, die ich eigentlich gerne weiter in der ersten Liga hätte. Wir können doch eher mal hier so Ingolstadt und Augsburg und Leipzig noch ein bisschen sich nach unten versemmeln. Bremen zeigt ja auch eine starke Form. Zweiter Platz Schalke, dann vierter Platz Gladbach, Köln und dann folgt erst Bayern München. Wo haben wir hier Torjäger? Torjäger. Ich muss das mal mir angewöhnen, dass wir das da nach den Spieltagen da direkt machen. Und nicht hier. Ja, kein Wunder, dass Dortmund oben auf ist. Die haben auf jeden Fall hier A schon einige Buden gemacht. Und B vor allem der Aubameyang mit 6 Toren und in 3 Spielen. Das ist auf jeden Fall eine Quote. Aber da sind ja noch ein paar hier. Kagawa hat mal welche gemacht und Götze, wie viel haben die denn geschossen in 3 Spielen? Was ist denn da passiert? 11 Buden in 3 Spielen ist auf jeden Fall auch eine richtige Hausnummer hier. Zweistellig ist er. Krass. Aber Bremen auch. 8 nach 3 Spielen. Da kann man schon mal sagen, Respekt, Hut ab. Apropos Hut ab. Ich würde sagen, wir machen uns... ab zum Frühstücken. Lasst euch schmecken, falls ihr auf Frühstücken geht. Wer weiß, wann ihr die Folge guckt. Aber das nächste Spiel gegen Oberhausen, Heimspiel, nehmen wir erst
nächstes Mal mit. Bis dahin habe ich vielleicht herausgefunden, wie ich die schwarzen Balken rechts und links rausbekomme. Ich habe jetzt schon einiges probiert, irgendwie bin ich zu hohl dafür. Tut mir leid, denkt euch die schwarzen Balken weg oder klebt da Papier auf euren Bildschirm oder sowas, dann klappt es vielleicht auch. Eventuell schaffe ich das irgendwann auch zu fixen. Vielen Dank bis dahin, macht's gut und lasst ein paar Kommentare da oder Daumen oder Abos oder was auch immer. Auf Wiedersehen, bis nachher, gleich, bis dann.